Sie müssen ja den Sprayer, müssen Sie uns wieder den Mut nehmen. Ne? Sie müssen so schnell wie Sie können, ist das A und O, müssen Sie wieder reinigen. Damit die erst ja nicht, wenn das sauber ist, damit die erst ja nicht auf den Gedanken kommt, wieder neu anzufangen. Weil der Erste, der muss immer eine Hemmschwelle überwinden, wenn er anfängt. Weil ist eine saubere Wand, dann sieht man auch leichter, wenn da einer drauf rumsprüht. Natürlich jetzt, wenn da jede Menge ist und da wird jetzt einer vor der Wand so stehen, wo denen ja nicht auffallen, dass die da was machen. Ne? Wollen sie vielleicht gar nicht hingucken, weil die Wand so rumsprüht. Ne? Das ist wie, wenn einer Dreck auf der Erde schmeißt, dauert nicht lang, da haben die nächsten 10 auch ihren Dreck hingeschmeißt. Genau der gleiche Effekt ist das. Die machen. Was soll ich da drüber denken? Motivation daraus. Ja, das kann man nicht nachvollziehen. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Für mich sind das Schmutzwinkeln und mehr sage ich besser nicht dazu. Weil einerseits kann man sagen, jo, also ich kann es nicht nachvollziehen, weil für mich ist es eine Sachbeschädigung. Ich schmiere an der Sache rum, die nicht mir gehört. Die können das ja bei sich zu Hause im Wohnzimmer, können die doch machen. Oder das Auto von den Eltern verschönern. Und die haben doch genug Möglichkeiten zu Hause. Sprühen weiter. Da können sie machen, was sie wollen. Das ist denen ihr Hobby, so wie mir vielleicht Fußball spielen gehen. Da treffen die sich zum Sprühen. Das ist halt wie, ich denke mal, das ist so eine geschlossene Szene, genauso wie die Rauschgift-Szene oder so. Das ist, ich denke mal, da könnte auch nichts gegen machen. Können eben nur vorbeugen, Schlussgeschichte. Wenn man sieht, kann man welche da sehen, die einen dann beobachten und so, ne? Ja? Ja, ja. Oder wo sie dann versuchen rauszusehen, was hat das für Schwierigkeiten. Die kommen da und sagen, hör mal, wir sind von der in der Schule, Mann, wir gehen ja rein, hier, wir wollen mal gucken, wie macht ihr das dann weg und so, ne? Wir wollen dann gucken. Mit uns. Da sagen die so, die Casa, den zeigen wir ja. Mittlerweile steht ja auch in jeder Brücke Fuck Casa, weil die hassen uns natürlich die Festen. Dann ist das so eine Art kleiner, ja, die machen da so eine Art Sprochenband drauf. Ne? Ja, dann so, den zeigen wir mal. Hast du schon ein bisschen kennengelernt von dem Typ? Nein, nein. Nee, also, das ist komm, lass uns schunkeln. Ja, also ich habe damals auch gesehen, dass einfach unsere schöne Stadt so schön grau war, dass ich mir gedacht habe, ich müsste die hässlich bunt machen. Und habe mir dann gesagt, dass das ein schöner Weg ist. Und so konnte ich halt auch der Gesellschaft meine Meinung mitteilen, indem ich halt, was weiß ich, vielleicht mein Spruchlebensbild geschrieben habe. Ja, oder? Was sagen Sie? Ja, sicher, das sind eigentlich auch meine Beweggründe. Und ja, ich meine, ich mache das auch aus einem anarchistischen Zweck, weil die Welt einfach so in Ordnung ist und es muss ein bisschen immer rappeln, sonst wird es langweilig und wir sind schnell in einer Kiste, wo wir nicht mehr so schnell rauskommen. Nee, vor allen Dingen einfach nur, also mir kann keiner sagen, dass er, wenn er morgens zum Beispiel zur Arbeit fährt und so eine Miene zieht und keine Lust hat zu arbeiten, dass er dann gerne lieber in einen grauen U-Bahn-Tunnel reinfährt oder ob er da einen bunten Tunnel sieht, wo vielleicht eine neue Nachricht steht oder irgendwas Neues ist, was Buntes ist und was zeigt, dass es einfach Leben gibt in der Stadt. Mein Name ist Christine Geis, ich bin Mitarbeiterin der Stadt Köln und koordiniere die Kölner Anti-Spray-Aktion in Kurzform CASA. Und bei CASA sind mittlerweile 28 Institutionen engagiert tätig. Es sind beispielsweise die Polizei,
die Stadt Köln, der Kölner Haus- und Grundbesitzerverein, stadtbildprägende Organisationen wie beispielsweise Wohnungsunternehmen, Mitglieder, Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs, darunter auch die Deutsche Bahn. Für CASA sind etwa zurzeit 260 Mitarbeiter bei den unterschiedlichen Institutionen im Einsatz und vorwiegend ist der größte Teil tätig, um Sprühereien an den Objekten der CASA-Partner zu melden. Wir haben uns beschränkt dabei auf vier Bausteine, das heißt einmal die Entfernung der Farbsprühereien, die Strafverfolgung, wir betreiben Prävention, auch im Jugendbereich, und wir möchten die Einwohner Kölns sensibilisieren für Farbsprühereien, für den Umgang mit diesem Thema. CASA betreibt auch konsequente Strafverfolgung. Die Polizei als einer der Gründungspartner der CASA hat eine Ermittlungskommission Farbe eingerichtet, die sich ausschließlich beschäftigt mit den Sachbeschädigungen durch Farbsprühereien und aufgrund der Hinweise der Bevölkerung sehr erfolgreich sind beim Stellen von Farbsprühern auf frischer Tat. Wie gesagt, die Polizei ist da sehr erfolgreich und die kennen jeden Einzelnen von den Tags, ne? Die kennen ihre Pappenheimer. Und ich denke mal, würde die Polizei nicht so erfolgreich ermitteln, dann wäre es auch für uns viel schwerer, weil dann wären die Hemmungen ja gar nicht so groß. Wir reden immer von der CASA, aber der wesentliche Teil der CASA ist ja die SOKO. Ne? Darauf baut er die CASA auf. Ne? Und die SOKO klaut ja sowieso alles. Ne? Also die haben ja die ganzen Bücher, die haben die ja irgendwie, die ganzen Graffiti-Bücher, die haben die ja sich nicht in der Buchhandlung gekauft, ne? Sondern die haben die sich ja auch irgendwie bei Hausdurchsuchungen aus den Regalen geschnappt, in die ganzen Magazine und so, ne? Weil die können ja auch nicht in den Hip-Hop-Laden gehen und sich dann ein Magazin kaufen. Von daher klauen die alles irgendwie und geben es halt nicht wieder so, halt Hausdurchsuchen. Ja, du hast gute Magazine, nehmen wir alles mal mit. Leute so wie und darüber informieren die sich halt auch, ne? Die CASA ist ja eigentlich nur das Aktuelle, da gab es, was weiß ich noch, Avanti und EK Farbe und ach Gott, wir hatten ja so viele Sachen und es ist definitiv mehr geworden. Die sind einfach in Köln sehr schnell wachsam darauf geworden, weil sie es einfach nur systematisch unterdrücken wollten. Ja, sehe ich genauso. Also kommt mal wieder was und dann geht es mal wieder, es ist halt wie ein Auf und Ab. Also ich weiß nicht, so groß als Angst machen das alles nicht, weil es wie ein Gewitter, was kommt und wieder geht. Das heißt, die Nutzung und die Aufteilung des öffentlichen Raumes darf in einer lebendigen und positiven Gesellschaft eigentlich nur in gemeinsamer Solidarität und im Zusammenleben vieler geschehen. In dem Moment, wo man anfangen müsste, um den öffentlichen Raum zu kämpfen, um Auseinandersetzungen zu führen, hätte man eigentlich Anzeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist. Davon würde ich aber bei unserer Gesellschaft nicht sprechen wollen. Für mich ist das sicherlich ein Kampf gegen die Stadt Köln gewesen und ist, weil die Stadt Köln prägt sich hier als tolle Medienstadt und als Kunsthauptstadt und da möchte ich gerne wissen, wo die Künstler sind, wenn alleine sogar die sozusagen offiziellen Künstler bei uns schon verjagt werden aus der Stadt. Und das ist einfach der einzigste Weg, es dann abends zu tun und einfach zu zeigen, dass das Kunst ist, die lebt und dass das Ausdruck ist. Und wem gehört denn der beschissene Brückenpfeiler, der irgendwo steht? Ich meine, was soll das so? Das ist ein Stück Wand so, das wird verschönert und da kommt kein Schaden dran.
raus mit den Jungs. Im Rucksack die Kannen, im Yard schwebt der Dunst. Han ich Bock drauf, ja nicht raus mit den Jungs. Im Rucksack die Kannen, im Yard schwebt der Dunst. Nächste Woche an, ich frei, das weiß ich genau. Dann zittern meine Finger und mein Magen wird blau. Mit Caps im Gepäck und Kannen in der Tasche. Da ja nicht wieder raus, ja zu dem nächsten Flash. Dicke Silberbombings und schwarze Outline. Ja so mit das hin und so soll es sein. Und wenn ein Aerosol riecht, ja wieder mal banal. Da ist ne kleine Schmierer, ja mal wieder was verbracht. Und wenn man wieder was schön mache mit einem tollen Ding, dann machen Bullen trotzdem Blaulicht und Serien. Aber das ist uns egal, ja das ist doch klar. Denn bis wir fertig sind, da ist noch lang kein Bulle da. Wir beseitigen morgens und nachts wird wieder was Neues aufgebracht. Und wobei dann die Qualität in Anführungszeichen dieser Graffiti dann immer schlechter wird. Weil niemand, der irgendeine gestalterische Graffiti da aufbringt und sich dann eine große Mühe macht, wird das auf einer Fläche tun, von der er weiß, die wird eh wieder behandelt. Und ein Graffiti ist dann wieder entfernt. Also kommen immer nur noch Schmierereien zustande. So, das ist der Effekt daraus, dass wir es immer wieder beseitigen. Die Schmierereien, die kommen einfach nur dadurch, weil man einfach keine andere Möglichkeit hat, irgendwo was hinzumachen und es muss schnell gehen und man wird gejagt und es ist. Man fühlt sich, ja, wie fühlt man sich? Man fühlt sich einfach verfolgt und dann denkt man sich, ja gut, dann gehe ich raus. Dadurch, die Polizei macht es uns ja selber schön, weil die geben uns dadurch den Adrenalinkick, ja toll, das sagen wir ja nicht nein. Und so läuft es dann einfach. Der Zusammenhang zwischen Casa und den Sprayern könnte man sicher auch in Beziehung setzen zu einem Umgang mit dem öffentlichen Raum. Wie soll der öffentliche Raum aussehen? Ich sehe es also nicht als Kampf um den öffentlichen Raum, sondern auch um eine pädagogische Maßnahme im weiteren Sinne, um Jugendlichen einfach mal zu zeigen, hier ist die Grenze. Unbedingt auch überhaupt generell, das ist eigentlich ein Kampf von denen, die uns unterbreiten. So, wir haben gar keinen Kampf angesagt, so, und so, das ist ja scheißegal, was die wollen, weil was soll das? So, ein Kampf gegen irgendwas, was nicht richtig existiert oder existieren kann, weil die Fan einfach keine legalen Flächen gibt und dann, ja, einfach es gibt auch keine legalen Flächen in Köln zum Beispiel, ganz selten, die muss man sich erkämpfen, das ist eigentlich ein Kampf, den wir haben. Ja, überhaupt legale Flächen zu finden. Deswegen wird es halt auch immer weiter illegal geben, um mehr legal, so mehr Problems und Geld schmeißen und aus dem Fenster für den Scheiß, obwohl es eigentlich besser sein tun gibt für so ein Reinigungsunternehmen zum Beispiel unter den Brücken mal die ganze Taumscheiße wegmachen, wo sich sämtliche Tiere dran erkranken können. Juhu! Die machen blöd, weil sie ganz für die Geld im Kopf. Ja, also von daher. Ding Dong, Werbung. Köln sagt nein zu Sprayereien und Schmierereien und Sauereien. Kunst soll das sein, Kunst vom Schwein. Versaute Stadt, wir haben satt. Auf unser aller Kosten findet statt der Sprayer-Terror in der Nacht. Also keiner aufgewacht und mitgemacht bei Casa. Und du warst ein Terrorist, weil du ein Krimineller bist. Wirf gefasst und dir droht was, das ist kein Spaß, ein Wiederholungsfall.
Falle, Knast! Für CASA ist die Hauptaufgabe, die Bevölkerung für das Thema Umgang mit Farbsprühereien zu sensibilisieren. Das ist auch so, ich will es auch eigentlich gar nicht schön reden oder so, aber mich nervt halt diese Medienhetze, die hier betrieben wird und einfach diese falsche Darstellung davon. Das ist einfach falsch und unfair und keine Ahnung, auch ein bisschen doof, ja, unlogisch zum Teil. Mit der Hotline. Ja. Also was ich sagen kann vielleicht, was sich auf jeden Fall auch geändert hat, sehr zum Negativen ist, und ich bin auch ein Gegner von den verdammten scheiß Handys, ganz klar, und das ist einfach auch ein Problem von uns, dass wenn man unterwegs ist, da kann man nicht einfach mal nochmal den Stift rausholen oder so, weil wenn da irgendein Spasti hinter dir steht, der so ein beschissenes Mobilfon dabei hat, der alles klar, der ruft die Bullen so. Und was interessiert denn das? Und das ist halt auch schon passiert, und dann stehen sie auf einmal vor dir und ja, wir haben einen Anruf gekriegt. Das ist halt vielleicht eine Sache, die sich sehr geändert hat, dass die, und das war einfach nur eine Hetzkampagne und das hat die Leute aufgehetzt. Ja. Diese Hetzkampagnen in der Zeitung, wieder ein Steuer, sich da und hier und so, bla bla bla, der ganze Scheiß. Und so zum Kotzen, dass so eine Hetzpropaganda gegen Leute, die einfach nur ihren Gedanken freien Lauf lassen wollen. Stadtbild, das weniger Sprühereien aufweist und wird sicher auch davon profitieren, dass mehr Menschen sich angstfrei in einer Stadt aufhalten, und man hofft durch die Reinigung von durch die Entfernung von Farbsprühereien die ganzen Quartiere auch für die Bürger attraktiv zu erhalten und dass keine Angsträume entstehen. Angstfreunde, ja. Graffiti ist eigentlich jetzt kein Fall Farbschmierer, die unser schönes Köln angreifen wollen und seinen Slum verkommen lassen wollen. Sondern es sind Leute, die sich mit Stil auseinandersetzen. Was ist Stil so? Ja, dann ist halt, was hast du für einen Stil, was habe ich für einen Stil so? Daumen geht so. Und deswegen ist ja schon das Wort Schmiererei irgendwie, ne, an die Höhe so. CASA ist sich bewusst, dass die Graffiti Gegenstand von Betrachtungen der Kunstgeschichte gewesen sind und auch sind. CASA möchte sich deshalb auch von dem Begriff Graffiti distanzieren und diesen Begriff nicht benutzen. CASA geht es nur um illegale Farbsprühereien, deshalb sagen wir Farbsprühereien, Farbschmierereien, denn Graffiti ist ja auch Kunst. CASA bewertet aber nicht, ob eine Sprüherei an einem Gebäude Kunst ist, sondern sieht nur den juristischen Sachverhalt, dass diese Farbsprüherei, egal ob es ein Kunstwerk darstellt oder nicht, eine Sachbeschädigung ist. Und nur das allein ist die Handlungsgrundlage. Ich kann mir auch vorstellen, wenn jemand bestrebt ist, Kunst zu erzeugen, Kunst zu produzieren, dass er im Vorfeld doch auch fragen kann, wenn er eine Wand besprühen möchte. Und ich kann zum Beispiel von mir selber auch sagen,
dass ich schon zu etlichen Instituten hingelaufen bin, um nachzufragen, ob ich nicht die Wand besprühen dürfte. Hab den Leuten angeboten, selber die Dosen zu bezahlen und krieg dann ein Vierteljahr vielleicht später Bescheid. Ja, nee, könnten Sie da vielleicht nicht unseren Namen dann drauf machen, weil ich erst selber was drauf mache. Dann sage ich, ist kein Problem. Und dann heißt es wieder eine Woche später, ja, nee, da kommen jetzt dicke Werbeplakate drauf. Ja, und an dieser scheiß Wand fahre ich seit 6 Jahren vorbei und da ist noch nichts passiert. Die ist ein paar Mal überstrichen worden, dann ist sie wieder neu beschmiert worden. Und die Leute haben einfach nicht verstanden, dass wenn wir da hingegangen wären und die Wand schön gestaltet hätten, dass die Leute sich daran erfreut hätten und da sicherlich keiner mehr drauf geschmiert hätte. Wie das, was wir alle als Graffiti hinstellen, das Schlimme ist, die Schmierereien. Sagens Junger, wärst du da an Dinger Huswand, hättest du dir noch nicht den Zwölf hier noch ein Fischer verbrannt, ey, du kannst doch nicht hier so einfach rumschmieren, ja, jeder nicht den Dinge kommt, kannst du da nicht kapieren, ich hol die Polizei, ja, da ist der Dossier alles vorbei, ja, die sperren dich dann ein, und dann kriegst du auch so schnell nicht wie frei. Und jetzt singst du mir Rätsel und singe Nussfies, für den Fall, dass du mir später noch ins Soß fließt. Ey, Jung, das Glück in Joden Sachen, ja, das wär fies. Und Dinge büchsen, die behalten dich als zu wies. Mann, ich brauch grob, ja, nicht groß mit den Jungs. Im Rucksack, die Kannen, im Jahr schwebt der Dumm. Mann, ich brauch grob, ja, nicht groß mit den Jungs. Im Rucksack, die Kannen, im Jahr schwebt der Dumm. Von daher ist möglicherweise eine kontraproduktive Wirkung damit verbunden, indem man quasi in der Öffentlichkeit noch darlegt, dass Graffiti durchaus, wenn man so will, gesellschaftsfreundlich sind. In diesem Fall muss man aber ganz deutlich sagen, Graffiti, die in dieser Weise angebracht werden, das geschieht immer ohne Einwilligung des Eigentümers und jede Diskussion auch über Ästhetik oder die Frage, ist das Kunst, erübrigt sich in dem Moment, wo andere in ihrer Identität, in ihrem Eigentum gestört oder geschädigt werden. Was Graffiti macht, ist Kunst in den öffentlichen Raum zu bringen, ungefragt, und den Außenraum halt von einer gewissen kapitalistischen Funktion zu befreien. Also, dass man eigentlich im Außenraum nichts machen kann, es sei denn, man kauft was in den Städten. Es wäre ja sonst auch gar keine Kunst im öffentlichen Raum da. Also die Kunstprojekte, die für den öffentlichen Raum so gesponsert werden, das kosten irre viel Geld so. Und Graffiti entsteht, ohne dass das jemand bezahlt, ohne dass da jemand nachfragt. Und zeugt halt auch, dass der Außenraum halt auch allen Schichten und allen Leuten gehört und dass das nicht alles über ein Eigentum definiert wird. Von daher hat so ein Graffiti halt so einen antikapitalistischen Ansatz, würde ich sagen. Also durch Graffiti wird auch der Außenraum kommentiert in seiner Strenge und in seinem martialischen Materialismus, den er zur Schau stellt, kommentiert Graffiti das sozusagen, also würde ich mal sagen. Weil es halt was, eine bunte anarchistische Form von Kunst ist, die sich um das einheitliche Grau oder um Konzepte von Architekten und Stadtplanern halt einen Dreck schert. Und die Leute in New York haben halt angefangen, auf Züge zu malen und Wände zu bemalen, um teilzuhaben an ihrer Außenwelt, um sich darüber zu definieren. Und die Leute, die Graffiti machen das, weil sie in der Stadt halt Bilder von sich sehen wollen, weil ihnen die Stadt so anonym ist.
Ja gut, also die Sache ist die, dass die Stadt Köln ja sagt, die gestaltet die Stadt Köln so, wie die Menschen das wollen. Da möchte ich wissen, wo die, gerne wissen, wo die halt diese Idealen hernehmen, weil anscheinend sehen die vielleicht auch die Leute, setzen den Leuten einfach irgendwelche Stereotypen vor und lassen die gar nicht selber entscheiden. Es ist einfach so, ene mene mo, wer bist du, Hauptsache du siehst toll aus und knallen dann alles mit Werbung voll zum Beispiel. Ich sehe den Zusammenhang auch. Ich sehe ihn da, wenn man hingeht und Werbung in Form von Aufklebern und sowas betreibt. Das finde ich auch recht unglücklich. Das rückt meines Erachtens auch schon ein wenig in die Nähe von Graffiti. Ja, man sollte da für diese Werbung mehr auf hochwertige Sachen zurückgreifen. Also dass ich ein Plakat in eine Vitrine einbringe und nicht mit irgendwelchen Klebestreifen auf die Wand kommen. Das ist natürlich eine weitere Frage, wie viel Werbung im öffentlichen Raum der Mensch vertragen kann. Allerdings muss man da auch immer fragen, inwieweit es dem Einzelnen möglich ist, dem auszuweichen. Aber ich denke, das ist auch nicht schädlich, solange der Einzelne die Möglichkeit hat, wegzuschauen, die Augen zuzumachen, andere Wege, andere Plätze zu wählen, wenn also der öffentliche Raum immer noch Möglichkeiten bietet, auszuweichen. Das Einzige, was es an Bildern gibt im Außenraum, ist halt die Werbung, ne, die penetrant auf uns herabregnet. Und Graffiti ist halt eine Kunstform. Also, obwohl es eigentlich mit Kunst im strengen Sinne vielleicht nichts zu tun haben will. Sich gerade von der Kunst absetzen will. Weil Kunst auch immer elitär ist, so. Also in unserem System. Weil ich bewege mich ja eigentlich auch immer in einem Umfeld, wo ich mich noch mit Kunst beschäftige, also mit klassischer, moderner Malerei oder so. Ich kombiniere oft irgendwie Graffiti mit klassischer, moderner Malerei. Also. Und das da kann dann eine Galerie, denke ich mir, vielleicht dann irgendwie schon gar nicht mehr ab. Irgendwie, ne? Möchte irgendwie das nicht neben den Konstruktivisten hängen. Ne? Die Leute, ne? Die sagen, was soll das denn? Die sollen da bleiben, wo sie hingehören. Ne? Zurück auf die Straße. Ne? Irgendwie. Ja, und ich weiß auch, dass das auch eine ziemliche Sackgasse ist, irgendwie sich mit Konstruktivismus auseinanderzusetzen, wenn man Graffiti macht. Für mich ist es schwierig zu verstehen, dass es eine Gruppe in der Bevölkerung gibt, für die es wesentlich ist, dass das illegale Sprühen zu ein künstlerischer Ausdruck sein soll. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass man nicht auch einen künstlerischen Ausdruck erzielen kann, der legal erzeugt ist. Deshalb fände ich es sehr schön, wenn es möglich wäre, das künstlerische Gestalten, die Kunst und Kultur von dem Illegalen zu trennen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ausgeschlossen ist. Ja, ich habe auch in vielen Städten Beispiele gegeben, wie zum Beispiel München, die alte Markthalle und solche Sachen, oder Berlin, die alte Mauerstücke da, wo man legal sprühen konnte. Die Leute austoben und die Bilder nebenan halt mehr an Qualität an. Ich weiß nicht, die stören sich einfach nur daran, weil es halt Polizeiapparat ist. Und das gegen die Norm ist. Ja, um überhaupt in eine Galerie zu kommen, ist eigentlich ein ziemlich langer Weg. Und dafür braucht man eigentlich legale Flächen. Du kannst dich, wenn du zum Beispiel ziemlich begabt bist und zeichnen oder hast aber nur eine kleine Wohnung und du musst ja auch so ganz kleine Flächen halt rumkriegen, dann kannst du nicht in eine Galerie bringen, weil was hast du davon? Das dauert halt ewig und dadurch. Darum brauchen wir halt legale Wände, sag ich mal. Also es ist auf jeden Fall so, dass das Legale nicht das Illegale anzieht, sondern
dass eher die Leute vom Illegalen sich fliehen und zum Legalen hingehen, weil sie, was weiß ich, für welchen Stress kriegen. Und wenn halt irgendwo eine legale Wand stehen würde in Köln und die begründen könnten, die Stadt Köln, dass das Illegalität anzieht, dann fände ich das okay. Nur leider habe ich das in Köln noch nicht mitbekommen. Wir haben legale Wände in Köln gehabt. Wenn man sehr hart nachdenkt, kriegt man vielleicht eine Handvoll voll. Aber mehr haben wir auch nie gehabt und die sind dann zugemacht worden aus irgendwelchen nichtigen Gründen, weil wieder die Stadt Köln irgendwas Tolles hinbauen muss. Und also ich kann nicht sehen, dass das Illegale anzieht, weil das Illegale gab es sowieso schon vorher. Für die einen ist es Terror, für anderen Kunst, der jungen Gesellschaft Kasan Soko. Frag ich mal lieber, wer hier Frieden und wer Krieg macht, wohin ich gehe und sehe ein paar Text und ganz viel Silber. Interessiert es mich, denn warum, von wem sind denn diese Bilder? Ein Rentner ist am Quaken und eine Töle ist am Bellen. Hier ein fettes Piece und auch nur ein Schnellen. Die Lücke, die sind am Schwade, ja, die Lücke sind am Parzellen. Perlen für die Säue und weiter in die Zellen. Kriminalisiert Kultur, lief Van Gogh und Tourlambo. Performance ist so ein Scheiße-Probe, nicht so doof oder hier zu stur. Wir haben hier zum Beispiel eine Graffiti, die ist von diesem Schweizer Sprüher oder angeblich von diesem Schweizer Sprüher und gehört zu diesem Werk Kölner Totentanz. Fachleute in der Kunst sagt das wohl was. Ich weiß nicht, ob man das schön finden muss, weil gleich in unmittelbarer Nähe dieses Kunstwerkes haben wir dann wieder herkömmliche Schmierereien in Form von irgendwelchen Parolen. Heißt, diese legale Graffiti zieht eigentlich die illegale Graffiti an. Und man suggeriert da wahrscheinlich noch, dass es sich ja, um etwas Geduldetes handelt. Das ist nicht so, das wird von uns nicht so gesehen. Diese Meinung vertritt auch die Polizei mit ihren Fahndungsgruppen, wie sie da alle heißen. Die sind auch gegen diese legale Graffiti, treffen die gleichen Aussagen und sagen auch, diese legale Graffiti zieht die illegale an. Also meinen Sie, man wird auch illegale Graffiti unterbinden? Unbedingt. Das sollte man nicht zulassen und nicht fördern. Und Kunst, die nur auf Malerei, die nur auf Leinwand entsteht oder Kunst oder nur im Atelier, muss sich halt direkt wieder an wirtschaftlichen Gegebenheiten unterwerfen in Galerien. Und so ist Graffiti eine Reaktion auf Nicht-Vorhandensein von Kultur im Außenraum. Auch gerade in Deutschland, wo auf der Straße eigentlich nichts passiert. Wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, wo die Leute auf der Straße halt leben. So. Das ist halt eine Möglichkeit, mit der Großstadt klarzukommen, indem man sich die Möglichkeit schafft, untereinander zu kommunizieren. Und Graffiti ist Kommunikation, aber auch Protest gegen eine entmenschlichte Umwelt. Wie die Bilder gemacht werden, ist natürlich eine ganz andere Form, eine eigene Form von Kunst in der Dunkelheit der Nacht, in der Illegalität, die junge Leute auch dazu bringt, dass halt sich gegenüber dem System zu beweisen, beziehungsweise das System zu unterlaufen mit einer nächtlichen Aktion auf dem Zug oder an der Wand. Ja, muss ich einfach mal das auch so sehen. So ein Graffiti zu malen ist ein enormer Aufwand und ein enormer Leistungswille, der auch dahinter steht. Man muss sich halt nachts aufraffen, also so sehe ich das. Und
obwohl man müde ist wahrscheinlich, dann trotzdem noch rausgehen und extrem viel riskieren. Und also das sind weder Leute, die zerrüttet sind oder aus zerrütteten Familien kommen, das sind halt einfach ja, leistungsfähige Jugendliche, sag ich mal, die jetzt nicht in der Wirtschaft tätig sind, sondern auch Kultur interessiert sind, aber ihr eigenes Ding machen und nicht zum Geigenunterricht gehen. Aber es gibt halt Leute, die halt in dem New York Dogma da drin hängen, so, und die noch nicht viel kapiert haben, so, was es eigentlich ist, so, und dass es eigentlich so ein New York Dogma irgendwie nicht geben sollte. Irgendwie. Von daher ist Graffiti auch immer ja so ein ästhetisch formaler Kampf, so, ne? Krieg der Stile, ne? Style Wars ist es, ne? Das Graffiti, ne? Die Bestrebung, einen neuen Stil zu finden, ist halt super wichtig für das Graffiti, so. Wenn es keinen neuen Stil gibt, malst du immer dieselben Bilder und dann sind alle nur so, ist zwar okay, ne? Also wird respektiert, so Stile immer wieder zu machen, aber es muss ja immer wieder was Neues her. Es ist ja echt in jeder Kultur muss es eine Entwicklung geben. So. Klar geht es in der Kultur auch darum, sich mit anderen Leuten zu messen. Es ist so eine Art auch Wettkampfsituation, so, dass man halt dabei sein will, besser sein will als andere. Aber es geht nicht unbedingt ums Bessersein, es geht nicht irgendwie darum, um Leistung oder so. Macht halt einfach Spaß, sowas zu machen. Hann ich Bock, grob, ja nicht Schluss mit den Jungs, im Rucksack, die Kannen im Jahr schwebt der Dumm. Ja, man hat der Aura alles gemacht. Ja, da sind wir mit ne Kruppchen raus und dann die Trommel voll gekriegt von Unge, von Baube, von rechts und nach links. Und die Lüsche luren sich halt an und decken sich in Züge. Wolle, ich sag es euch ganz ehrlich, Fläche, Dreck, Liege, denn nicht zu gefährlich. Stellt euch nicht zu an und gebt uns zu Rufbahn. Da ist so alles mit drin, von der Performance angefangen. Also so ein Bild zu malen ist ja auch schon voll der Akt und eigentlich voll spannend, wenn man sich das mal auch im Nachhinein noch vorstellt. Und das sieht man auch in den Bildern, halt diese ganzen Adrenalinschübe stecken halt da in der Ästhetik voll drin, auch der Raum, die Stadt, die dabei ist. Das halt, also für mich, ich finde es viel interessanter und schöner als ins Museum zu gehen, wo ich da mit auch viel zu tun habe, aber das ist einfach für mich so königlich. Ja, dann gibt es noch diese kleineren Geschichten. Ich denke, das wird von Kindern verursacht. Das sind so kleine Kritzeleien, die schreiben irgendwas an die Wand und wissen aber letztendlich nicht, was sie tun. Ja, man kann halt nicht nur große Bilder sprühen oder so, sondern will halt auch das so mal auf Minimum reduzieren, seinen Schriftzug, und will den halt auch verbreiten als Logo. Gerade irgendwie, wenn man so in der Stadt irgendwie unterwegs ist und jetzt halt Bilder erfordern ja Planung auch und Konzentration und so. Gibt halt nur wenig gute Tags, so. Machen sich die Leute halt, finde ich, zu wenig Mühe. Weil sie halt auch sagen, das ist halt nur ein Tag. Aber ich finde auch, Tags muss man auch gut machen. Ja. Es ist auch ziemlich schwierig, auch genauso schwierig, einen guten Tag zu machen wie ein gutes Piece, so. Ja, viele Leute sind ja für Pieces, also Leute, die keine Ahnung haben, sind dann sagen Pieces sind okay, aber Tags verschandeln die Innenstädte. Aber naja, es hat alles mit Tags angefangen, Graffiti. Graffiti ist ja Kunst, aber das sind nur Tags-Schmierereien.
sinnloser Scheiß. Das ist nur Geld. Ja. Wo kann man dann Unterschied machen? Schmierereien und Graffiti da? Ja, wenn das jetzt ein richtig schönes Bild ist. Nur alles, was ohne Genehmigung des Eigentümers aufgebracht wird. Ja, ganz klar. Ich weiß genau, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die würden sagen, Graffiti ist doch keine Kunst. Also das ist Schmiererei und das muss weg. Sicherlich sind auch die meisten meiner Kollegen hier im Betrieb dieser Meinung, weil die erleben das immer nur als Schmiererei. Die sehen das auch nicht als Ergebnis oder Ausfluss irgendwelcher gesellschaftlicher Entwicklungen, die ihre Gründe womöglich ganz woanders haben. Darüber hinaus, denke ich, ist es eine gesellschaftliche Erscheinung, die hier Platz greift, die entweder sich irgendwann von alleine wieder erledigt oder vielleicht auch in andere Kanäle, in ordentlichere Kanäle umgeleitet werden kann. Was Sie angesprochen haben mit der Legalisierung von Spraykunst im weitesten Sinne, könnte ein solcher Weg sein, obwohl es da eben auch viele Stimmen gibt, die ihn nicht für erfolgversprechend halten. Aber es ist keine Erscheinung in sozialen Randgruppen, sondern es ist schon eine Erscheinung, die mitten in unserer Gesellschaft drin ist. Und das ist eigentlich das Phänomen dabei. Ja, früher gab es so Erhebungen, so Volksbefragen, also so Volksumfrage, so wer für Graffiti ist und wer dagegen. Und es war eigentlich immer 50-50 so. Und ich glaube, das wird auch mal so bleiben, weil auf der ganzen Welt gibt es Leute, die das Eigentum über Kreativität stellen. Und es gibt auf der ganzen Welt Leute, die kein Eigentum haben und kreativ sind. So. Und deswegen wird der Kampf immer weitergehen. Es wird auch durch eine Casa nicht weniger Graffiti gemacht werden. Ich könnte das Geld auch irgendwie anderweitig ausgeben für legale Flächen, Ateliers, was weiß ich. Wenn da zu Ohren kommt, dass da 1,4 Millionen Mark jährlich für Beseitigung ausgegeben wird, könnte man einiges tun, um Kunst zu fördern oder Graffiti zu fördern im legalen Bereich. Aber es gibt da zwischen den Fronten, gibt es immer keinen Bereich, wo sich das annähern kann. Also man kann auch nicht sagen, ihr dürft, die Sprüher dürfen überall sprühen oder so. Das ist in unserem System nicht zu bewerkstelligen. Dann müsste man die Gesellschaft verändern. Es sind 98 gegründet worden im Rahmen des Weltwirtschaftsgipfels. Da wollte man eine saubere Stadt präsentieren. Da haben wir dann angefangen. Da musste man natürlich auf Teufel komm raus reinigen, um die Stadt sauber zu kriegen. Da haben wir ja erstmal nur die Innenstadt gemacht. Und wie gesagt, da haben wir erstmal nur wie bekloppt gereinigt. Da war noch gar nicht an Schutzgeschichten zu denken. Aber mittlerweile haben wir unsere Mittelchen. Wir wissen auch, was wir drauf tun können und was nicht. Wir haben ja auch viele Denkmäler in Köln. Da dürfen sie zum Beispiel nicht alles drauf tun. Dann schreibt die Denkmalpflege vor, was er drauf darf und was nicht. Kommt immer drauf an. Innenstadt hat immer oberste Priorität. Ne? Alles, was in der Innenstadt ist, rund um den Dom rum, da wird immer zuallererst entfernt. Und dann kommt alles andere. Weil man muss ja ein bisschen strategisch vorgehen. Weil sich da viel Tourismus auffällt, dann müssen wir gucken, dass schön sauber da ist. Wie gesagt, kostet ja auch viel Geld zum Schutz. Beispiel von dieser Abfallbeschichtung, die wir jetzt hier auftragen, kostet der Liter so um die 25 Mark rum. Und da kriegen sie 4 Quadratmeter mitgemacht auf dieser Fläche. Und da haben sie ruckzuck an so einem Objekt, sind dann ruckzuck inklusive Reinigung, haben sie ruckzuck 20 Euro gemacht. Also zumindest die Industrie, die da ja ein Schweinegeld dran verdient. Die Sprayer ja noch nimmer, aber die Industrie verdient, das ist ja ein Kreis. Ne? Aber
wenn die Industrie was entwickelt, entwickeln die Gegenseite auch wieder was. Also ich weiß nicht, aber so wie die Casa jetzt zum Beispiel Stellen putzt, die in meinen Augen unnötig sind und die dann noch in Rechnung gestellt werden, das finde ich halt auch ein bisschen fraglich. Da ich glaube, die Tendenz in der Bevölkerung eher positiv dazu ist, auch an grauen Stellen und toten Stellen, wo die einfach hässlich sind. Und wenn man da putzt, ist man meiner Meinung nach selber schuld. Das in Rechnung stellen finde ich ein bisschen dreist. Halt, es kostet halt nur ohne Ende Geld für die Stadt. Und um so wichtige Plätze wie unter der Mülheimer Brücke oder U-Bahn-Tunnel zu reinigen, was die Bevölkerung sehr stört, das ist Ironie. Fragt sich nur, worin das Geld gesteckt wird, was zusätzlich zur Beseitigung von Graffiti eingenommen wird durch Geldstrafen oder was weiß ich. Fragt man sich, wo das Geld bleibt. Weil viele Schadensersatzforderungen sind einfach überzogen. Und die Leute haben meistens auch nicht die Möglichkeit, das selber wegzumachen. Schaffen auch dadurch Arbeitsplätze. Weil bei uns wurde das am Anfang mit Sozialhilfeempfängern gemacht. Ein sogenanntes Hilfe zur Arbeit Programm. Da ist Leute, die schon, sagen wir mal, 5 oder 10 Jahre ohne Arbeit sind, die sollen wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Und dann sind die jetzt speziell darauf ausgebildet worden von mir. Und die gut waren, die haben auch festen Arbeitsvertrag angekommen. Vom Sozialamt. Ja, ist ja nur der Meisterfeld. Ja. Die anderen sind immer noch für ein Jahr. So eine ABM ist das. Ich bin aber fest für die Stadt geholt. Schon auch fest gebracht. Ich bin Weil einerseits kann man sagen, da werden wieder Arbeitsplätze geschaffen, aber das ist ja nicht der Sinn. Wie gesagt, da verschlingt Millionen, die kann man woanders sinnvoller einsetzen. Das ist eigentlich immer schade, wenn man sieht, in der Altenheime verrotten praktisch die alten Leute, weil kein Geld für Pflegepersonal da ist. Ne? Und hier müssen sie dann sowas machen. Da beißt sich die Katze auch jetzt mit dem Schwanz. Ne? Das ist eigentlich schade. Oder im Jugendbereich, wo ja auch viel Geld nötig ist, wo man was tun müsste. Ne? Das Problem wird sich irgendwann legen. Das ist eine Geschichte, die ist aus den Vereinigten Staaten so rübergekommen. Und ich weiß, aus den Vereinigten Staaten, das flaut sehr, sehr stark ab und geht da auch schon gegen Null. Das interessiert da nicht. Wenn man es nachhaltig durchführen kann, gewinnen wir. Aber es hört derzeit nicht auf. Wir gewinnen. Nur müssen wir es halt über Jahre hinaus weiter durchziehen. Man darf da nicht mehr nachlassen. Und ich kann halt sagen, was im Moment abgeht, ist halt extrem viel. Viel mehr als es je war und auch definitiv mehr, seit es die Casa gibt. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber es ist einfach so. Die Zahl der Sprüher hat sich verdoppelt. Ja, es ist auf jeden Fall sehr fruchtbar im Moment. Also die Generation jetzt wächst damit auf und die wird es in Zukunft auch nicht mehr so hässlich finden.
Ist jetzt vielleicht auch noch ein bisschen der Schock, weil es noch was neu ist. Werden sehen. Aber so Gehirne lassen sich ab einem gewissen Alter nicht mehr so umbiegen. Von daher wird es immer härtere Strafen geben, die Leute werden aber immer weiter malen. Ja, das war's erstmal. Mit den Jungs im Rucksack, die Kannen im Jahr schwebt der Duhn. Han ich Bock drauf, ja nicht Schluss mit den Jungs im Rucksack, die Kannen im Jahr schwebt der Duhn. Nächste Woche an, ich frei, das weiß ich genau. Dann zittern meine Finger und mein Magen wird blau. Mit Caps im Gepäck und Kannen in der Tasche. Da ja nicht wieder Russia zu dem nächsten Flash. Dicke Silberbombings und schwarze Outline. Ja, so mit das hin und so soll es sein. Und wenn ein Aerosol riecht, ja wieder mal banach. Da ist ne kleine Schmierer, ja mal wieder was verbracht. Und wenn mal wieder was schön mache mit deinem tollen Ding, dann machen Bullen Stolzen Blaulicht und Serien. Aber das ist uns egal, ja, das ist doch klar. Denn bis mal fertig sind, da ist noch lang kein Bulle da. Hann ich Bock, ja nicht Schluss mit den Jungs. Im Rucksack die Kannen, im Jahr spielt der Duchen. Hann ich Bock, ja nicht Schluss mit den Jungs. Im Rucksack die Kannen, im Jahr spielt der Duchen.